Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von FIFA 17 Spieler Updates mit Lionel Messi heute mal. Und ja, Freunde, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, Freunde, wurden wir sogar mit 8 Punkten Vorsprung Erster, Alter. Ronaldo war Topträger hier, Messi nur mit 15 Toren auf dem 6. Platz dann. Nur Suarez 18 Tore hier auf dem 2. Platz, Messi hier mit einer 95er Gesamtbewertung. Aber das Komische dran ist, dass hier irgendwie, eben wurde hier 93, glaube ich, angezeigt, oder? Nee, okay, jetzt hier, eben wurde aber irgendwie 93 komischerweise angezeigt hier. Jetzt doch 95, also irgendwie ist das ein bisschen komisch hier. Und ja, also Messi hat sich in der ersten Saison direkt zweimal entwickelt. Ich glaube, in der zweiten Saison wird er, glaube ich, sich nicht mehr entwickeln hier. Also, aber er hat aber auch eine ganz gute Saison gespielt, aber für seine Gesamtbewertung geht es auf jeden Fall besser, Jungs. Das geht auf jeden Fall noch besser. Also 58 Spiele, 22 Tore, 15 Vorlagen. Ist nicht schlecht, ich weiß, aber es geht natürlich besser für Lionel Messi. Man kennt ihn eigentlich auch besser, ne? Das ist ja ganz logisch. Also von der... Oha, da geht Antritt runter. Jetzt Sprintgeschwindigkeit. Er war, glaube ich, sogar Flitzer, ne? Jetzt nicht mehr, wie es aussieht. Ich glaube, er war Flitzer. Jetzt ist es leider nicht mehr da. Also er müsste Flitzer gewesen sein. Also einige Bewertungen gingen natürlich hoch. Hier Dribbling und so, Freischusspräzision. Also was man halt trainieren kann, ging eigentlich alles hoch. Aber Antritt, Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit, das kann man alles nicht trainieren. Reaktion kann man, glaube ich, auch nicht trainieren. Und diese Werte gehen halt runter. Ich kann auch nichts dagegen machen an sich. Ja, aber an sich hat er eigentlich eine gute Saison gespielt, hier die erste direkt. Aber Suarez noch besser sogar, ne? Krass, Alter. Suarez sogar noch besser. Hat sogar 39 Scorer-Points. Messi hat 37 Scorer-Points. Neymar hat nur 20 Scorer-Points. Aber die haben auch beide mehr Spiele als Neymar, wie ihr seht. Deutlich. Suarez hat auch deutlich mehr Spiele als Messi. Okay, 5 Spiele mehr. Aber der hat auch nur, wie viele Scorer-Points mehr hier? Ja, der hat auch nur 2 Scorer-Points mehr, ne, der Suarez, aber hat dafür auch 5 Spiele mehr, deswegen, also, braucht man sich jetzt auch nicht so groß wundern hier, dass er, ja, mehr Scorer-Points hat. Wir können ja nochmal die Trikotverkäufer alles mal durchgehen hier, aber Messi, Alter, 30 Jahre alt. Ich bin gespannt, wann er aufhört, also sobald er aufhört, hören wir auf. Also, ja, beenden wir halt die Folge irgendwann, ne. Ich weiß nicht, welches Jahr er aufhört, kann bis 2030 vielleicht gehen, okay, das vielleicht nicht, dann ist er bis 43 Jahre alt oder was. Also, irgendwann wird Lionel Messi bestimmt aufhören und dann werden wir natürlich die Folge beenden, also keine Ahnung, wie viele Jahre das jetzt sein werden, also seht ihr vielleicht schon im Titel. Gesamte Trikotverkäufe 4,6 Millionen, meistverkaufte Trikots, Suarez, Messi, Neymar, Merchandising-Einnahmen dieser Saison 242 Millionen, Wocheneinnahmen 1,12 Millionen, also gar nicht mal so schlecht, die Vereinswert 2,64 Milliarden, Prognose 2,65 Milliarden, aber Alter, Einnahmen geht ja auch mega ab hier, Dauer, oh, Alter, die nehmen ja richtig heftig ein hier, vor allem Merchandising, ne? 240 Millionen ist nicht mehr normal auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall gespannt, wie Messi so in den nächsten Jahren aussehen wird, bestimmt wird er bis auf 70 runtergehen, man weiß es einfach nicht, ne? Wir werden einfach mal schauen. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im Jahr 2018, bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder im Jahr 2018 und ja, Freunde, leider hat sich Lionel Messi dieses Jahr für, ich glaube, sogar 3 Monate verletzt war das, Alter. Eine heftige Verletzung auf jeden Fall zugezogen. Und Lionel Messi hat auf jeden Fall jetzt eine Gesamtbewertung von 93 leider nur. Also mega scheiße, muss man sagen. Er hat sich leider, ja, für 3 Monate verletzt. Ist noch 1 Monat verletzt, ja, also seit 2 Monaten halt verletzt dann. Mega, ja, scheiße kann man sagen. Aber warum, warte mal, das ist so der Bug, ne? Hier hat er eine 93, aber wenn ich hier drauf drücke, hat er eine 96. Das verstehe ich nicht, aber an sich hat er bestimmt eine 96 eigentlich, weil guckt euch das mal an. Der hat sich eigentlich überall entwickelt, außer, guck mal, wo er runtergeht. Da Beweglichkeit minus 11 und Sprintgeschwindigkeit minus 3. Aber sonst ging er überall da hoch. Manndeckung plus 22, Effekt plus 2, Fernschüsse plus 3, Schusskraft plus 2 hier, kurzer Pass plus 3, Abschluss plus 1, hier Ballkontrolle auch Maximum erreicht. Also ihr seht schon, an sich geht er hoch, aber irgendwie wird das hier angezeigt, dass er runtergeht. Finde ich ein bisschen komisch, hat an sich auch eine richtig krasse Saison gespielt. 57 Spiele, 35 Tore, 10 Vorlagen, leider nochmal verletzt hier. Sonst hätte er noch viel mehr Tore bestimmt geschossen. Ich tippe mal so 10 Tore mehr oder so bestimmt oder 5 Tore. Ja, ist jetzt auch nicht viel, aber trotzdem, ein bisschen hätte er mehr geschossen. Aber ja, so ist es nun halt hier. Neymar 95, auch schon wertvoller als Lionel Messi hier. Wir hatten ja schon mal ein Spieler-Update-Video mit Neymar gehabt, hat er mal eine 99 erreicht. Auch kranker Typ, muss man sagen. Aber leider, Lionel Messi hat sich leider verletzt, Alter, muss man so gesagt haben. Hätte sich vielleicht noch zur 97 entwickeln können, zur 97er Gesamtbewertung. Hier steht auch 93, ne? Hier ist auch 93, aber wenn man hier draufklickt, ja, hier nicht. Achso, hier nicht, okay. Aber da eben beim Teambericht, wenn man da draufklickt, irgendwie hat er eine 96, voll der FIFA-Bug irgendwie. Also ich glaube an sich hat er eine 96, aber es wird ja halt nicht angezeigt. Finde ich ein bisschen komisch, aber ist halt so, Jungs. Was sollen wir dran ändern hier? Boah, wir haben ja mega viel Geld. Warte mal. Alter, wir haben ja mega viel Geld. Ja, ist auch Barca, ne? Ist ja klar hier. Aber was mache ich denn hier, Mann? So, wir gucken kurz mal hier. Vereinswert ist, glaube ich, auch wieder gestiegen, ne? 2,83 Milliarden, Prognose 2,84 Milliarden. Merchandising-Einnahmen in dieser Saison 266 Millionen, Wocheneinnahmen
1,21 Millionen. Meistverkaufte Trikots Lionel Messi, zweiter Neymar, dritter Suarez, natürlich die Top 3 immer, MSN. Und gesamte Trikotverkäufe 5,3 Millionen. Ich glaube, das ist nochmal um 600.000 Trikots gesteigert worden. Ne? Ohne Transfers und so. Krank, Alter. Durch Messis Saison bestimmt auch. Seine kranke Saison hat der mega rasiert, der Messi. Ich glaube, wir hatten letzte Saison 4,6 Millionen verkaufte Trikots hier. Ja, hier Messi 24 Tore, Neymar 17 Tore. Die haben einfach die ganze Liga rasiert. Auch wenn wir ja 2 Punkte Vorsprung hatten. Ist ja nicht viel, ne? Aber ja, die letzten 3 Spiele ohne Messi waren auch mega schlecht, glaube ich. Irgendwie haben wir ohne Messi gespielt. Zeige ich euch nochmal kurz hier. Was, die letzten 3 oder so? Da haben wir irgendwie keine Punkte mehr geholt, richtig? Hier nochmal ein Unentschieden. Da 2-1 verloren. Da, ja, die letzten 3 Spiele waren das. Sonst hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Vorsprung. Aber gegen. Ja, da hat er sich, glaube ich, verletzt, oder? Nee, aber schon länger. Ist schon länger her, oder? Nee, da hat er sich, glaube ich, so verletzt. Ende März war das, glaube ich. Mega scheiße auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im Jahr 2019. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder im Jahr 2019. Und ja, Freunde, Lionel Messi hat eine Gesamtbewertung von 95, Freunde. Und ja, es wird immer noch die 93 angezeigt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber guckt euch das mal an. Hier hat er eine 95, da eine 93. Aber ich glaube, das hier stimmt eher als das hier, glaube ich zumindest hier. Aber der Typ wird unglaublich langsamer, verliert an Spezialitäten und so. Ich glaube, diese Saison hat er keine verloren, aber guckt euch das an, wie langsam der ist bei der Sprintgeschwindigkeit. 73, also langsam, ja, er nähert sich sein Karriereende zu. Also es nähert sich alles, Freunde. Das wird auf jeden Fall jetzt krass, aber hier sieht es auch, hier sieht es enorm krank aus noch. Also hier, da geht er noch nicht runter, außer bei kurzer Pass ist er einmal runtergegangen. Und ich habe ihn auch kaum trainiert, also ich werde ihn auch, glaube ich, nicht mehr trainieren, weil es lohnt sich einfach nicht. Der Typ ist einfach zu alt jetzt zum Trainieren, kann man sagen. Und er hat einfach 50 Spielen, 29 Tore geschossen, 14 Vorlagen, das ist auch nicht schlecht für sein Alter jetzt hier. Auch wenn er eine 95 eigentlich hat, die ist eine 95, aber das ist so ein FIFA-Bug irgendwie. Ihr kennt ja FIFA 17, ist er voll verbuggt gefühlt. Und ja, wir schauen mal hier nochmal, wie viele Tore in der Liga hat er überhaupt hier. Warte mal, wir haben auch nur 1 Punkt Vorsprung hier. Messi 21, letzte Saison 24, glaube ich, ne? Letzte Saison 24 Tore. Ich bin jetzt gespannt mit den Trikotverkäufen und so. Oha, Vereinswert 3 Milliarden einfach geknackt. Ich glaube, letzte Saison war das 2,84 Milliarden so, ne? Jetzt einfach mal die 3 Milliarden geknackt. Mal sehen, ob es noch steigen wird. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Und Trikotverkäufe 4,9 Millionen hier ist auf jeden Fall gesunken. Also, wir hatten, glaube ich, 5,4 Millionen letzte Saison, ne? Wocheneinnahmen hier 969.000 Trikots pro Woche, also in Einnahmen halt. Merchandising-Einnahmen in dieser Saison 247 Millionen. Meistverkaufte Trikots jetzt Neymar, Suarez, Alba und nicht Messi auf dem ersten Platz. Ob letzte Saison war Messi auf dem ersten Platz, Messi jetzt nicht mehr auf dem ersten. Warum ist Alba auf dem dritten Platz? Check ich nicht. Auf jeden Fall. Aber Neymar kann man eigentlich schon verstehen, dass er auf dem ersten ist eigentlich. Aber Messi hat eigentlich die meisten Tore auch geschossen. Neymar hat ja nicht so viele Tore geschossen hier. Ist ja nicht mal ganz oben mit dabei, aber hat auch die beste Gesamtbewertung dafür. 27 Jahre alt. Der jüngste von den drei sogar hier. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Oha, die haben alle mindestens 4 Sterne. Krass, Alter, bei schwacher Fuß und bei Skills und so. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns halt wieder im Jahr 2020, wo sich, glaube ich, Messi enorm verschlechtern wird. Ich glaube, so dreimal, zweimal bestimmt. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns halt wieder. Bis gleich. Neues Jahr, neues Glück. Lionel Messi hat jetzt eine 93er Gesamtbewertung. Also jetzt wirklich, Freunde, also hier hat er auch eine 93, also, boah, guckt euch das mal an, Sprintgeschwindigkeit ging mega runter, ich glaube, minus was jetzt hier? Minus 13. Ja, ich meine Beweglichkeit jetzt minus 13, Alter, und Sprintgeschwindigkeit minus 8, Antritt minus 7, aber er hat immer noch die 4 Spezialitäten und, aber trotzdem, ey, hier wird er bestimmt auch die nächste Saison runtergehen. Guckt euch mal Luis Suarez an, mit 33 Jahren geht er jetzt auch mega runter. Ich glaube, nächstes Jahr wird er dann auch mega runtergehen, der Lionel Messi mit 33 Jahren, weil wenn Suarez schon mit 33 Jahren so runtergeht, minus 3, wird er nächste Saison bestimmt auch so eine 89er haben oder 90er. Und dann, sobald er 34 Jahre alt ist, boah, da geht es extrem runter, bestimmt minus 6 oder so, boah. Ja, guckt euch mal, okay, Iniesta geht auch nur minus 3 runter mit 36 Jahren, also doch nicht so richtig heftig. Also, aber er hat auch eine 88er am Anfang gehabt, ne? Jetzt auch nur noch 76, aber bei Messi wird es bestimmt am Ende auch so aus den 70 oder so, wenn er noch 4 Jahre oder so spielt oder 5 Jahre. Also auch extrem, Alter. Aber der ist immer noch gut in Form, wie es aussieht. Er hat immer noch viele Tore geschossen, glaube ich. Warte mal, wir schauen mal hier. Ja, wieder der Top-Torjäger mit, Alter, mit 32 Jahren. Nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht mit 32 Jahren. Wieder Meister geworden. Also bisher wurden wir eigentlich jedes Jahr Meister, wie es aussieht, ne? Richtig krank. Vereinswert ist wieder gestiegen, ohne Transfers mal wieder. Jetzt Vereinswert 3,19 Milliarden. Prognose 3,19 Milliarden auch ebenfalls. Und Trikotverkäufe ist gesunken. Ja, meistverkaufte Trikots, aber wieder Messi auf dem ersten Platz. Zweiter Neymar, dritter Luis Suarez. Merchandising-Einnahmen in dieser Saison 227 Millionen.
Wocheneinnahmen 980.000 und ja, gesamte Trikotverkäufe habe ich schon gesagt, 4,5 Millionen leider gesunken. Ja, leider nur, ne? Ach, scheiße, Alter. Haben wir 200 Millionen Transferbudget zur Verfügung oder was? Das ist krank, Alter. Guckt euch das an. Ohne Transfer. Wir haben nicht einen Transfer, glaube ich, gemacht, ne? Wir haben über 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist nicht mehr normal. Das ist einfach nicht mehr normal, Alter. Warte mal, wir schauen nochmal. Ich will mal seine gesamte Dings hier sehen. Seine gesamte Bilanz. 54 Spiele, 27 Tore, 9 Vorlagen. Ist extrem nice. Also für sein Alter geht das mega ab. Sogar Neymar schlechter. Ist ja krass. Also von den Vorlagen her ist Neymar am besten von allen, hier, wie es aussieht. Von allen sogar. Von allen, Alter. Krass. Ja, dann würde ich sagen, Freunde. Aber was? Ist Neymar auf der Transferliste? Ich muss auf jeden Fall mit Neymar verlängern oder so, keine Ahnung. Neymar ist auf der Transferliste. Ach du Scheiße, wir müssen auf jeden Fall mit Neymar verlängern. Ja, mal sehen, wie es weitergeht hier mit Lionel Messi. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im Jahr 2021. Bis gleich. Nun sind wir auch schon im Jahr 2021. Und Messi ist wieder paar Gesamtbewertung runtergegangen, Freunde. Jetzt mal die 90er Gesamtbewertung hier wieder. Ja, jetzt diesmal 3 Ratings runter, aber hat immer noch eigentlich sehr viele Tore geschossen dafür, dass er so alt ist. Also muss man sagen, aber guckt euch das mal jetzt an. 55 Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit 43, Alter. Das ist sogar, glaube ich, keine Ahnung, wer beweglich ist. Ja, sogar Iniesta ist beweglich. Ja, krass, Alter. Also geht jetzt genauso runter wie Iniesta, vielleicht sogar noch mehr ab der nächsten Saison, man weiß es nicht. Also Messi scheint richtig schnell runter zu gehen schon. Das ist krass, also Iniesta sogar 73. Also ich könnte mir so ein Video mit Iniesta sogar auch machen. Und die anderen Spieler, was? Oh, Piqué geht auch runter, Alter. Krass, war das ist auf jeden Fall mega krass. Suarez 83er jetzt hier. Ja, Messi geht bestimmt auch nächste Saison wieder dreimal runter, kann ich mir so vorstellen, oder? Ich weiß es nicht, ey. Aber der hat auch viele Tore geschossen, ne? 41 Spiele, 22 Tore, 8 Vorlagen. Sogar die meisten von den drei, oha. Sogar die meisten Tore von den drei Stürmern hier. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, auf jeden Fall. Sind wir wieder Erster geworden? Was meint ihr, Jungs? Und wir sind leider nur Zweiter geworden. FC Malaga wurde Erster. Real Madrid nur Fünfter, wie ihr seht. Ja, Messi diesmal nicht Top-Torjäger, nur auf dem 6. Platz, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich nicht so nice. Ich glaube auch, Vereinswert ist runtergegangen und so. Und bestimmt auch Trikotverkäufe. Vereinswert 3,30 Milliarden. Wie viel war es letztes Jahr eigentlich? 3 Milliarden, oder? Ist das gestiegen wieder? Wäre krass auf jeden Fall. Und gesamte Trikotverkäufe ist auf jeden Fall um 1 Million ungefähr gesunken, glaube ich. Jetzt 3,6 gesamte Trikotverkäufe. Meisterkaufte Trikots auf dem 1. Platz immer noch Messi. 2. Neymar. 3. diesmal Gomez. Ich glaube, Suarez war letzte Saison 3. ne? Wocheneinnahmen hier 758.000. Merchandising-Einnahmen 183 Millionen hier. Ist auf jeden Fall auch extrem viel, aber ja, mal schauen, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Wir müssen auf jeden Fall mal ein paar Transfers vielleicht tätigen, damit irgendwie die Trikotverkäufe weiter angekurbelt werden. Oder halt, ja, an sich auch Iniesta, der wird auch langsam alt hier, beziehungsweise hat nur eine 73er Gesamtbewertung. Müssen wir mal Gomez und so einsetzen. Und ja, Freunde, würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns mal wieder im Jahr 2022. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder im Jahr 2022. Lionel Messi hat eine Gesamtbewertung von 87 hier. Die ging schon hier wieder dreimal runter, also krass auf jeden Fall. Jede Saison jetzt geht er schon dreimal runter. Guckt euch mal hier die Werte an. Beweglichkeit 32. Ich kann es nicht fassen. Hat er überhaupt noch irgendwo eine 99? Ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Also er hat nirgendwo mehr eine 99. Also jetzt nähert er sich richtig sein Karriereende zu, kann man sagen. Also ich glaube, so nächste Saison oder übernächste Saison wird es soweit sein. Vielleicht mit 36, 37 Jahren wird es endlich soweit sein. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Lass uns einfach mal gemeinsam überraschen, würde ich sagen. Aber hey, das ist extrem, Alter. Guckt euch das an, wie die Werte runtergehen. Das ist unglaublich. Aber trotzdem auch noch viele Tore geschossen, ne? Mit 35 Jahren, das ist extrem. Jetzt wurde, glaube ich, wieder sogar Top-Torjäger. Also Iniesta hört auf jeden Fall diese Saison auf mit 38 Jahren, der Iniesta. Der hat diese Saison auf. Madrid wurde erster mal wieder. Was heißt mal wieder? Jetzt wurden wir halt 2 Jahre hintereinander nicht Meister. Ich glaube, nächste Saison wird es hoffentlich wieder soweit sein. Wir haben uns die Baller geholt. Der hat in der Rückrunde hier, der hat nur in der Rückrunde gespielt. In der Hinrunde haben wir nicht gehabt. Und hat schon 12-mal getroffen. Also ich glaube hier, der wird auf jeden Fall einiges rasieren dann ab der nächsten Saison. Weil wir waren die ganze Zeit 8. Platz oder so in der Hinrunde. Deswegen konnten wir auch gar nicht mehr Erster werden so richtig. Und ja, Vereinswert seht ihr, sinkt auch alles hier. Also letzte Saison war, glaube ich, noch 3,30 Milliarden. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Hier gesamte Trikotverkäufe gehen auch runter. Jetzt 2,7 Millionen meistverkaufte Trikots. Messis Erster. Die Baller Zweiter. Goretzka Dritter. Ich hätte ja sogar gedacht, dass die Baller Erster wäre oder... Ja, hätte ich mir zumindest gedacht, weil er ja gerade neu gekommen ist, irgendwie für 100 Millionen und so. Und ich das hätte mega die Trikotverkäufe angekurbelt, hat das aber leider nicht. Und ja, Wocheneinnahmen 744.000, Merchandising-Einnahmen pro Saison hier 137 Millionen, also in dieser Saison halt. Und ja, würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im Jahr 2023. Einfach mega krank hier, ne? Lionel Messi, 87er Gesamtbewertung. Mal schauen, ob wir das bis zu 70er Gesamtbewertung noch schaffen werden. Ich glaube eher nicht.
Aber ja, würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder im Jahr 2023. Lionel Messi hat jetzt eine 83er Gesamtbewertung. Sein, ja, schlechteste Saison, kann man sagen. Ne? Auch, also auch vom Rating her. Also wie er runtergegangen ist, viermal. Also so oft ging er, glaube ich, noch gar nicht runter hier. Und ja, ihr seht schon, er verliert schon Spezialitäten. Hat schon eine wieder verloren, glaube ich. Oder hat er die letzte auch nicht mehr gehabt? Ich weiß gerade nicht hier. Also Dribbler, Freistoß-Spezialist. Eiskalter Torjäger hat er auch noch hier. Hat aber nur noch 93er Abschluss. Ne? Also es geht alles runter momentan. Ne? Alle Attributen hier gehen gefühlt runter. Nicht jedes, aber gefühlt alle. Guckt euch das mal an. Es ist unglaublich, wie langsam der Typ auch ist. Ne? Sprintgeschwindigkeit 38, Beweglichkeit nur noch 14, Alter. Der ist unbeweglicher als Mertesacker, Alter. Das ist ja krank einfach, ne? Ja, unglaublich. Aber wir haben natürlich auch im Sturm hier die Baller. Wir haben jetzt sogar auch noch Sterling dazu geholt. Also wir verstärken uns natürlich auch nebenbei. Und im Tor haben wir jetzt auch noch Donnarumma hier, auch mega nice, muss man sagen. Also nebenbei müssen wir uns natürlich jetzt auch mal ein bisschen verstärken. Und wir wurden mal wieder Erster zum Glück. Also Gott sei Dank wurden wir mal wieder Erster. Die Baller, Top-Torjäger hier, der neue Messi vielleicht im Sturm, aber man munkelt. Ich hoffe, das hat jetzt mal wieder die Trikotverkäufe ein bisschen angekurbelt. Was ich eher nicht glaube, aber wir schauen einfach mal. Vereinswert, ist er gestiegen oder gesunken? Weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf hier. Aber wir schauen mal auf jeden Fall die gesamten Trikotverkäufe. 3,2 Millionen, das müsste gestiegen sein, ne? Ich glaube, letzte Saison war 2,6, kann das sein? 2,6 Millionen, jetzt 3,2, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, ob das 3,6 Millionen war oder 2,6 Millionen letzte Saison. Auf jeden Fall meistverkaufte Trikots, erster Platz Dybala, zweiter Sterling, dritter Goretzka. Sterling und Goretzka sind ja neu gekommen diese Saison hier, deswegen sind die auch ganz oben mit dabei. Im Merchandising-Einnahmen in dieser Saison 194 Millionen, Wocheneinnahmen 769.000, läuft auf jeden Fall alles wie geschmiert, kann man sagen. Also kann man eigentlich so sagen hier. Lionel Messi, wie alt ist der jetzt momentan? 36 oder wie alt ist der hier? Ey, unglaublich. Der Typ ist 36 Jahre alt. Schaffen wir das auch bis zu 40 Jahren? Also schafft er noch das? Ey, das wäre doch krass, ne? Bis 40 Jahre alt. Das wäre krass, wenn er da erst aufhören würde. Bis 50, ey. Das wäre noch kranker. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dann wieder im Jahr 2024. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder im Jahr 2024. Und es ist ein großer FIFA-Bug aufgetreten. Und zwar, Lionel Messi ist einfach spurlos verschwunden. Richtig krass. Also ihr seht es hier, warte mal. Teambericht, also können wir alles mal durchschauen hier. Also Lionel Messi ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ich zeige euch nochmal, wir können ihn auch auf jeden Fall gleich mal suchen. Also den finden wir auch nicht leider. Ja, Lionel Messi einfach mal weg. Richtig Bullshit einfach. Guckt euch das mal an hier. Auch wenn wir hier auf Suchen gehen, wir finden den Typen nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der Typ jetzt hin ist irgendwie. Auf einmal ist er einfach weg. Ihr habt ja letzte Saison gesehen, auf jeden Fall, der war noch da. Und jetzt, guck mal hier, einfach weg. Lionel Messi gibt's nicht mehr. Einfach verschwunden, einfach so. Keine Ahnung, Alter, warum. Richtig komisch, Messi gibt's einfach nicht mehr. Und das ist so scheiße einfach, ne. Einfach so ein FIFA-Bug aufgetreten hier. Ich habe mir so viel Mühe gegeben für das Video und alles. Voll schön, bis er 40 oder so wird. Aber irgendwie ist er einfach verschwunden jetzt hier. Also bis er 40 Jahre alt wird, dann wollte ich eigentlich so ein Video machen. Aber anscheinend ist er einfach so spurlos verschwunden. Ist halt so, was soll ich jetzt dran ändern hier? Wir können uns auf jeden Fall nochmal die Trikotverkäufe und alles mal reinziehen. Und wenn das alles gestiegen ist, weiß ich jetzt hier gar nicht. Also Trikotverkäufe 3,1 Millionen, das ist auch nicht so besonders jetzt. Also so viel ist jetzt auch nicht passiert. Aber wir können uns mal meine Karriere hier anschauen. Ich bin mal gespannt, wie viele Tore wir uns so geschossen haben. Warte mal. Boah, wir haben fast die 1000 Tore geknackt, ne? Kranker Scheiß, Alter, fast die 1000 Tore. Ey, Messi, ey, wo ist der Typ hin, Alter? Ich verstehe das nicht. Wir haben alles gewonnen, sogar jeden Titel. Messi ist weg, wir haben alles gewonnen. Also, war, glaube ich, sogar die beste Saison gerade, ne? 119 Tore. Haben wir das schon mal geschafft? Glaubt nicht, oder? 119, Jungs? Oha. Die beste Saison. Ja, okay, die auch gerade. Da haben wir doch sogar noch mehr Tore geschossen. Das war auch eine ganz gute Saison hier. Ja, war auch nicht schlecht, aber hier, Alter, krass. 140 Gegentore, nur da haben wir 44. Also das scheint hier die beste Saison gewesen zu sein, weil wir Alter, Trainer des Monats Preis 6-mal in dieser Saison. 6-mal. Insgesamt steht das hier? Nee, insgesamt gibt es hier gar nicht. Aber wir, Alter, Trainer des Monats Preis 6-mal in dieser Saison geholt. Messi ist weg und guck mal, wie viele Punkte Vorsprung wir haben hier. Boah, warte mal, sind das 21 Punkte Vorsprung vor Atletico? Real Madrid 5. da. Krasser Scheiß, Alter. Wir haben ja richtig rasiert. Also wir haben auf jeden Fall richtig in der Liga rasiert. Freut mich mega hier. Wir haben ja alles weggewichst an sich. Schade, dass wir die 100 Punkte nicht geknackt haben. Aber wir haben eine richtig geile Saison gespielt. Messi leider weg. Ey, richtig Bullshit, ne? Das regt mich auf, Alter. Einfach so verschwunden. Spurlos verschwunden. Kennt ihr diese FIFA 17 Bugs? Unglaublich, Alter. Mega Scheiß auf jeden Fall.
Vielleicht kommt auch morgen, müsste vielleicht ein Update-Video mit Cristiano Ronaldo kommen oder Isak, mal schauen auf jeden Fall. Lasst euch mal überraschen. Kommt noch was auf euch zu hier mit Renato Sanchez, kommt noch was. Was kann ich noch sagen? Romelu Lukaku, Jonathan Tah, alles mögliche. Bernd Leno, also macht euch was gefasst. Schreibt nochmal ein paar Spieler in die Kommentare, mit denen wir ein Update-Video machen können. Spieler-Update-Video, also mit dem wir bisher kein Spieler-Update-Video gemacht haben. Also schreibt irgendwelche talentierte Spieler, vielleicht auch ältere Spieler wie Messi hier oder so, keine Ahnung, lasst euch mal was einfallen. Dann würde ich sagen, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.